Ja, hallo mal wieder zu Hause am Bildschirm, am Handymonitor, am Display etc. Blabla. Ihr kennt dieses Intro schon. Ja, wir stehen heute, wie der Roman mit Kameraschwenk schon festgehalten hat, einmal mehr vor einer Lidl-Filiale und wir haben den 3. Mai 2022. Das heißt, wir machen mal wieder die Probe aufs Exempel, wie leer die Regale inzwischen im Handel sind und wie wacker die Österreicher inzwischen maskenlos beim Einkaufen sind. Ich persönlich vermute mal nicht allzu tapfer. Die Gehirnwäsche, das Maskenschützen und die Empfehlung, sie weiterhin zu tragen, ist ja recht weit verbreitet. Man merkt an meiner Schilderung schon, ich habe nicht die beste Laune. Das liegt daran, dass ich eine sehr, sehr intensive Woche hinter mir habe und eine weitere solche gerade erst begonnen hat. Die geneigten Seher von Romans Kanal werden von seinen Videos auf rumble.com wissen, warum meine Woche intensiv war. Begonnen hat das... Eventuell auch YouTube. Dazu kommen wir noch. Begonnen hat das Ganze mit einem außerordentlichen Dienst wegen der Transgourmet-Messe. Das heißt, ich war angehalten, auf die sich selbst feiernde Gastrobranche aufzupassen am Montag. Was es dazu zu sagen gibt, könnt ihr nachsehen in dem Video, das der Roman mit der Vorankündigung unserer Walpurgis-Aktion gemacht hat. Am Mittwoch hatten wir dann ein bisschen Rock'n'Roll und Freizeit, ein bisschen abseits der Schwurbelei, sofern dem Roman, der heute natürlich wieder an der Kamera steht und mich beim Palabern hier filmt, wirklich zugestehen kann, dass wir mal wirklich frei sind, ne, weil geschwurbelt wird ja bei uns andauernd, weil Haltung ist ja nicht irgendwas, was man an- und ablegt wie ein paar Socken, sondern das ist ja eine grundsätzliche Lebenseinstellung und wenn man schon mal zu den Aluhüten, den Bildungsfernen, den Rechtsextremen, den Schwurblern und dergleichen gehört, dann nimmt man das natürlich 24/7 mit. Ja, tatsächlich 24/7, weil inzwischen verfolgt uns das sogar im Schlaf. Nichtsdestotrotz, Mittwoch haben wir ein bisschen gerockt und gerollt, sofern das halt in dieser Kulturstadt Salzburg möglich ist oder soweit man das halt dort drunter versteht. Wir hatten trotzdem ein nettes Konzert, auch darüber wird es in Kürze ein Video geben. Und am Wochenende hatten wir dann das große Vergnügen, dass ich am Samstag erstmalig in meiner persönlichen Geschichte es geschafft habe, ein paranormales Phänomen zu schaffen. Ich war gleichzeitig an zwei Orten. Ich habe einerseits im Dienst auf die Freiheitsimpfer aufgepasst, die in den Mai hinübergerutscht sind, in der Walpurgisnacht, ganz ohne Besen und ohne Flugsalbe, und war gleichzeitig bei einer schwarzen Messe vor unserem natürlich versperrten Salzburger Dom. Die Kirche will ja schließlich nicht, dass nach Einbruch der Dunkelheit ihre Reichtümer gestohlen werden und das Volk, das sich zu Gott wendet, kann gefälligst warten, bis die Pforten wieder geöffnet werden. Wer will denn da müßig und schwer beladen schon irgendjemanden am Abend haben? Da wird man ja eventuell gestört, wenn man mit der Pfarrersköchin oder dem kleinen Knaben am Schoß aktiv ist. Gut, das werden wir vielleicht wieder mit einem freundlichen Piep unterlegen, weil es politisch nicht korrekt ist. Andererseits, man kann dieser Tage nicht politisch und nicht korrekt sein. Und der Roman ist ein alter Krawalljournalist und da relativ offen. Das heißt, ich vermute mal, das Piep wird nicht kommen. Wie dem auch sei, ich war paranormal an zwei Orten gleichzeitig. Der 1. Mai selbst war dann ein sehr langer Dienst und ich hänge schlaftechnisch noch ein bisschen hinterher. Der lange Dienst war zum einen, weil man natürlich den ganzen schneidigen Jungs und Mädels im Geheimcode der Nazikleidung, alle die es nicht wissen, es gibt da so eine Dame, die ist beschäftigt bei den ÖBB und bei der SPÖ aktiv und die hat festgestellt, Tracht ist ein geheimer Nazikult, bis zu einem gewissen Punkt stimme ich der Dame zu. Ich glaube allerdings, nachdem all unsere Politiker vom Bundespräsidenten schweigend und rauchen, wie es abwärts beim Wahlkampf regelmäßig volksnah erscheinen wollen, indem sie sich auch in diesem Gewand präsentieren,
dass die Aussage vielleicht doch ein bisschen ungerechtfertigt und unpassend war. Aber mein Gott, was soll man sagen, von der SPÖ kommen auch ganz viele unpassende Bemerkungen. Ne? Dieses Privileg haben nicht nur die Grünen und die neue Volkspartei, die jetzt nur noch die Volkspartei heißt. Man hat das Logo geändert, alles wird jetzt gut. Aus der österreichischen Verbrecherpartei, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, kurz ÖVP, ist jetzt einfach die Volkspartei geworden. Ist ganz lustig, weil sie hat ja mit ihrer Regierung nicht mal mehr 30% Zustimmung der Bevölkerung. Sich da noch als die Volkspartei zu titulieren, ist irgendwie spannend und vermessen, macht aber nichts, ist ja Politik. Ja, wie dem auch sei, ich habe mir ganze 12 Stunden lang Freiheitsimpfer in besagter Tracht, in Lederhose, im Dirndl und alles, was man als Patriot so macht, angeschaut. Man hat das Tiroler Lied gesungen, man hat seine Loyalität für das Heimatland besungen und bestärkt in bierseliger Laune. Ah, schon spannend, wenn man dann sieht, dass das dieselbe Bevölkerung ist, die sich nasenbohrend, Kaffeefilter tragend einsperren ließ, wann immer es war, und ihr Land an die Wand fahren ließ und verraten hat. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich eine andere Vorstellung von Patriotismus und das finde ich sehr bedenklich, weil ich eigentlich gar kein Patriot bin, aber egal. Wir werden jetzt jedenfalls aufgrund meines latenten Schlafmangels ein bisschen prickelnde Getränke mit Koffein kaufen, ein paar Nüsschen vors Hirn, weil noch 12 Stunden Murmeltier, Ficker, Feierlaune, da werden wir wieder ein Piep drüberlegen oder auch nicht, ist meine Laune nicht mehr die beste. Nebenbei hatte ich auch noch das Vergnügen, leibhaftiger Zeuge zu sein der tollen Cup, Meister, was auch immer, Feier von Red Bull Salzburg. Das heißt, wir sind alle gleich, manche sind gleicher. Das heißt, ich hatte ausnahmsweise mal ein ganzes Rudel Jogginghosen tragender, sich Getränke mitnehmender Herrschaften, die das Runde ins Eckige kriegen, den Österreicher wieder in seinen Nationalstolz neben der Tracht zu einem Höhepunkt bringen und zu meinem persönlichen Höhepunkt dann gezeigt haben, was sie können. Nein, sie haben nicht das Runde ins Eckige geschossen, sie haben einfach ins Lokal gekotzt. Ja, auch ich gratuliere den tollen Spielern von Red Bull Salzburg zu ihrem Erfolg. Ich mach's jetzt antialkoholisch, ich gehe jetzt Cola und Nüsschen kaufen, der Roman wird daraus eine Dauerwerbesendung machen und nachdem der Roman schon erwähnt hat, dass er auch Videos nicht nur auf rumble.com, sondern auch auf YouTube hat, hätte ich einfach gesagt, werden wir dieses Video mit diesem Intro, das so gut gelaunt meinerseits ist, einfach bei YouTube einstellen und der Roman wird die genannten Videos, die ich angesprochen habe, verlinken. Und der geneigte Seher hat dann auch die Chance zu sehen, dass wir ein tolles Pressekonferenzvideo gemacht haben und auch ein Promo-Video für die Aktion von unserem Max. Die wenigen zufriedenen, stolzen Seher, sie seien herzlich gegrüßt und ein Danke dafür, von Romans Videos werden wissen, der Max ist unser Zigarrenrevoluzer, den man am Jänner bei einem Schlagstock- und Pfefferspray-Einsatz unserer geschätzten Exekutive halbnackt über den Mozartplatz geschleift hat. Der Max ist jener Mann, der mit seiner Stimme und seinem Ruf nach Freiheit wortwörtlich einer unserer wackeren Mitstreiter und eine Galionsfigur unserer Bewegung ist. Und dieser Max ist gerade zu Fuß unterwegs, seit gestern 9 Uhr in der Früh, nach Wien, fastend, um auf die Probleme in diesem Land aufmerksam zu machen, in dieser Zeit aufmerksam zu machen. Und darauf werde ich später sicher nochmal zurückkommen, wenn wir dann bei unserem nächsten Stop in Hallein sind. Da werden wir nämlich heute wieder ein bisschen demonstrieren. Ich finde, ich habe jetzt mal wieder lang und breit und viel gequatscht. Die Zunge klebt mir somit am Gaumen. Und wir gehen jetzt, nachdem wir Red Bull ja schon im Lokal hatten, jetzt einfach mal ganz freundlich ein Cola kaufen und ein paar Nüsschen. Der Roman macht die Dauerwerbesendung. Du sagst, du hast
aufmerksam zu. Ich frage dich, kannst du eigentlich lesen? Nein, nur ein Spaß, erzähl mal weiter. Ich höre dir zu. Ich finde das spannend, hier gibt's Wodka in Dosen, haben wir letztens schon festgestellt. Prosecco in Dosen, allerhand Zuckerwasser. Ich habe selbst gerade eins gekauft. Reichlich gefüllt wär's, aber was für dir? Aber kein Mineralwasser. Ja, bei einer Überlebensrate ist der Verrat. 99% bleibe ich erstmal ganz locker und kacke mir nicht ins Hemd. Denn all die Regeln und Diktate kosten uns nur unseren letzten Cent. Bei einer Überlebensrate von 99%. Du sagst, du kannst Sarkasmus nicht mehr ertragen. Steirische Wurst ist das Beste, da haben sie früher immer einen Kropf gekriegt. Kennst du die steirischen Kropf, ne? Ey, die Zeit hat uns gefressen, die Zeit hat uns gefressen. Baby, lass los, du bist im Tunnel der Wut. Ich komme in Frieden und in Freundschaft. So, Bestechungsfutter für unsere Freund und Helfer. Und mit ganz viel Mut. Die FFP2-Maske ist im Abverkauf inzwischen schon billiger als der Mund-Nasen-Schutz. Schauen wir mal. Was drauf? Sicherheitshinweise habe ich schon lange nicht mehr gelesen, die medizinischen. Persönliche Schutzausrüstung, Halbmaske, Partikelfiltern. Also zum Beispiel, dass sie gegen Viren schützen, das haben sie schon lange rausgestrichen, ist mir aufgefallen. Nasenwinkel einatmen, Warnung. Ja, da steht auch nur noch drauf, wie man sie richtig draufsetzt. Dass man nur noch einmal Nutzung hat, aber ansonsten, gell? Das ist schon seit einem Jahr eigentlich rausgestrichen, ja, worden. Das hat keinen Sauerstoff, was der hat, steht auch, aber... Naja, aber es steht drauf, betreten Sie niemals damit kontaminierte Bereiche. Und dann steht quasi drauf, dass sie nicht wiederverwendbar ist. Also alles, was man da gesagt hat, trocknen lassen, im Ofen ein bisschen trocknen, aufhängen und mehrfach tragen, ist hiermit wieder mal erklärt, dass es nicht ist. Es steht auch drauf, dass sie fachgerecht entsorgt werden muss. Damit ist bitte gemeint, dass man sie nicht überall auf den Boden schmeißt, wie das unsere guten Menschen in der Stadt Salzburg allerorts tun. Es gibt jede Menge Bilder, die der Roman dazu schon macht. Neben Mülltonnen liegen die Drecksfetzen in meinem Weg. Sie ist nicht wiederverwendbar, als zweifacher Hinweis, dass es wie gesagt ein Einwegartikel ist. Und dann steht hier quasi, in denen sich, also die Schutzmaske eignen sich für Arbeitsumgebungen, in denen sich gesundheitsschädliche und erbgutverändernde Stoffe in der Atemluft befinden. Sie müssen mindestens 94 der in der Luft befindlichen Partikel bis zu einer Größe von 0,6 Mikrometern auffangen. Ja, jetzt könnte man natürlich mal googeln, wie groß ein Virus und ähnliches ist. Aber gut. Und dann steht da auch noch ganz schön in der letzten Zeile: Verwenden Sie diese Maske nicht mit Bärten oder anderen Gesichtshaaren. Ja, also da steht sich auch gerade einmal, da haben sie es ein bisschen schöner aufgelistet in Absätzen. Na, aber vielleicht solltest du das filmen, weil du bist doch der, der zum 273.000. Mal vor Gericht steht wegen Maskenverstoß. Vielleicht sollte man für alle, die es noch nicht gesehen haben, feststellen, der Roman trägt Bart und kann daher gar keine FFP2-Maske. Wie viele Polizisten, ich habe einige Polizisten auch...
die man eigentlich den Bart abschnippeln müsste. Nein, Bart ist heute maskulin, Bart trägt man, na, das ist alles gut. Aber da steht es explizit mal drauf. Also das Schöne ist, man sollte das vielleicht für die Zukunft festhalten, wenn du mal wieder verdonnert bist. Aber es ist Etikettenschwindel, weil das nicht mal medizinisch, dass es keinen medizinischen Nutzen hat, draufsteht. Ja. Dass keine Virentauglichkeit draufschreiben, okay, aber medizinischen Nutzen sollten es schon noch komplett brennen lassen. Denn es ist unzumutbar und zu nutzbar. Ja, aber sie ist jetzt im Angebot. Also das ist ja oft so. Man sieht, es geht voran. Wie sie hergestellt werden, habe ich auch schon in vielen Videos gezeigt. Darf ich jetzt nicht wieder tun. Bei einer Überlebensrate von 99% bleibe ich erstmal ganz locker und kacke mir nicht ins Hemd. Denn all die Regeln und Diktate kosten uns nur unseren letzten Cent. Bei einer Überlebensrate von 99%. Ich wollte nur mal schlafen, jetzt bin ich aufgewacht. 2 Jahre später hab ich's aus dem Bett geschafft. Ich putz mir erstmal Zähne, was ist bloß passiert? Ich wollte nur mal schlafen gehen, hab ich mir gedacht. 24 Monate, es war eine lange Nacht. Ich lade mal mein Handy, vielleicht hat jemand überlebt. Bei einer Überlebensrate von 99% bleibe ich erstmal ganz locker und kacke mir nicht ins Hemd. Denn all die Regeln und Diktate kosten uns nur unseren letzten Cent. Bei einer Überlebensrate von 99%. Wird alles verspeist, getrunken und hoffentlich überlebt. Ich wollte gerade sagen, dann komme ich auch nicht mehr und klage sein. Also bis dato habe ich meine Nüsschen bei euch immer überlebt, sonst wäre ich nicht hier. Das war das letzte Mal. In 5 Tagen sein Leben zu verlieren, ist grundlegend ganz okay. Dann muss man sich nicht mehr mit dem Finanzamt drüber ärgern, mit dem Wetter, mit den Mitmenschen, mit der heimischen Politik, mit der Bedrohung des Atomkriegs. Muss man positiv sein. Tschüss. So, bitte Roman, da liegt es wieder, das ordnungsgemäß zu entsorgende Teil. Vielleicht machst du einen Blick hinter dich, dass da quasi ein schöner Mistkübel und eine Hygienestation stehen. Also so funktioniert es mit der auf der im Angebot befindlichen Erklärung der FFP2-Maske und der ordnungsgemäßen Entsorgung. Damit sind wir jetzt einmal wieder raus. Wir haben den Lidl als Unmaskierte überstanden, sind nicht geteert, gefedert, gelüncht, gesteinigt worden. Die Kassiererin hat inzwischen selbst keine Maske mehr auf, ihr Kollege schon noch. Alle anderen Kunden sind natürlich noch weiterhin brav im Gehorsam, wie sich das gehört. Wir werden jetzt wieder überteuerten Sprit verfahren. Wir wissen ja, die Preise sind hoch. Man muss ja den Österreicher ein bisschen melken als Autofahrer.
als Lebensmittelkonsumenten, als Raucher und alles, was er halt sonst im täglichen Leben macht. Schließlich wollen Politikergehälter finanziert werden. Schließlich wollen Medienkampagnen gemacht werden. Zu den Medien werde ich mich vielleicht später noch äußern. Wir haben ja zu einer großen Pressekonferenz geladen. Die freie Presse war, wie ihr nachsehen könnt, da. Der Rest hat es wahrscheinlich nicht einrichten können, weil man so spontan mehrere Tage Vorlaufzeit wahrscheinlich nicht genutzt hat, um sich einzufinden zu einer Pressekonferenz. Man war wahrscheinlich mehr damit beschäftigt, die Hunderttausenden oder die paar Hanseln, die halt dann tatsächlich unterwegs waren, bei der ersten Maikundgebung der SPÖ zu zählen und zahlreich zu fotografieren und zu filmen. Naja, so ist es halt mit den Medien. Wie gesagt, die freien Medien waren da. Ein Dankeschön meinerseits hierfür. Und wir fahren jetzt zum nächsten Stopp nach Hallein, ein bisschen demonstrieren und nachdem ich wieder Heulkrämpfe kriegen werde und ins Lenkrad beißen werde und ohnehin schon schlecht gelaunt bin, ihr merkt das an dem, was ich so sage, hätte ich einfach gesagt, wird der Roman das nicht weiter filmen und dokumentieren und ich bin damit raus. Seid bis dahin bedankt, wir sehen uns in Hallein. Pfiat euch. Aha, ein Lichthupe. So, da sind wir jetzt in Hallein, bepackt mit den guten Sachen, das heißt blubberndes Koffeinzeug und sonst was. Der Roman hat schon eifrig, wie er nun mal als Journalist ist, festgehalten, dass es ganze zwei Polizeiautos hier gibt und sich schon ungefähr 5000 wackere Mitstreiter versammelt haben. Falls ihr euch jetzt die Bilder anseht und sagt, ist der blöd, das sind doch niemals 5000 Leute. Tja, dann schaut euch mal an, was bei der SPÖ 100.000 sind. Wir haben das einfach mit demselben Umrechnungsfaktor gesehen und somit geht heute in Hallein eine Menge und Meute von 5000 Leuten auf die Straße. Das mit den Polizeiautos, zwei Stück an der Zahl, ist auch sehr schön, nachdem wir ja letztem das Vergnügen hatten, eine Gegendemo der Gras und diverser antifaschistischer Bewegungen in Salzburg zu haben und da ein richtig großes Polizeiaufgebot. Auch dazu gibt es ein Video, der Roman wird auch das wahrscheinlich verlinken, damit ihr euch das, sofern ihr es noch nicht gesehen habt, rückwirkend anschauen könnt. Wir stoßen jetzt mal zu besagten 5000 oder vielleicht doch ein, zwei weniger und sagen da mal Hallo und beginnen dann auch in Kürze unseren schönen Hallein-Spaziergang, wenn wir denn dann den Verkehr hinter uns gelassen haben, was gleich einmal passieren wird, weil ich bin natürlich einmal mehr der Rebell und nutze einen so ein Breitmaulfrosch wie die nicht. So mit der Schneidaxt so gewaltig. Schneidig, Schatz. Hör ja. Mal was anderes. Ein bisschen eine Typveränderung. Genau. Aber nur im positiven Sinne. Oh, wie geht's? Wie fühlst du dabei noch? Du jammerst, wenn du wieder so fierst. Das ist so wenig. Thank you.